Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich hab das im Gefühl. Zu einer weiteren Folge Metro Last Light Redux. Ja. Ich bin Herr Keckli, schön, dass du dabei bist. Und falls du neu dazugekommen bist, hoffentlich gefällt dir diese Folge und dementsprechend das Let's Play. In der letzten Folge. Oh Gott. In der letzten Folge waren wir im Fluss des Schicksals. Zwei weitere. Feuer. Ja. Oh Gott. Im Fluss des Schicksals. Und sind in der Vergangenheit zurückgereist. Boah, ich treffe den nicht. Na los. Ja, ich bin dabei. Da ist er. Das ist der Plan, Artyom. Wir holen den Zug ein und du springst auf. Möglichkeit, ihn anzuhalten. Ja. Die Roten, die waren schneller als wir. Ach du Scheiße. Halte durch, Artyom. Wir nehmen die Nebenstrecke. Feuer. Okay. Ach du Scheiße. So. Klasse. Die Schienen laufen gleich zusammen, Artyom. Du musst springen. Dann musst du zu dem Waggon mit den Käfigen. Ganz vorne am Zug. Befreie dort den Schwarzen und halte den Zug an. Ich versuche mitzuhalten. Alles klar. Los, los. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich hoffe, ich krieg das hin. Junge, und spring. Oh. Komm, rauf. Guck nicht noch. Guck nicht nach. Rauf da, Junge. Ah. Gut. Dann schauen wir mal. So. Oh. Wir gehen einfach so durch. So. Wir halten einfach rein. Kurz nachladen. Ja. Gleichzeitig da noch Munition mitnehmen. So. Ah, Junge. Ja, hier haben sie noch. Das ist ein Journal. Okay, die Verfolgung. Khan, ich weiß nicht, was ich von ihm zu erwarten habe. Ich weiß wirklich nicht, was er ist. Ein reisender Philosoph, ein Zauberer, ein Gast aus einer Paralleldimension. Womit verdient er sich seinen Lebensunterhalt? Indem er Leute rettet oder sie tötet? Bei ihm habe ich immer das Gefühl, dass ich nichts von dem Leben und der Welt, in der ich lebe, verstehe. Er zeigt mir Dinge, die ich nicht erklären kann und noch nie können werde. Er lässt das Offensichtliche absurd aussehen, während das Absurde logisch und natürlich wird. Was, wenn er recht hat? Was, wenn die Schwarzen keine Dämonen sind, keine Ausgeburten der Hölle, sondern Engel? Was, wenn sie in der Lage wären, uns zu retten? Wenn wir das Tier in uns überwinden und eine gemeinsame Sprache mit ihm finden könnten. Was, wenn der kleine Schwarze, der in einem Käfig in diesem Zug sitzt. Was, wenn er wirklich der letzte Engel ist. Was, wenn er das Urteil über uns spricht. Ja. Okay. Ich bin getroffen. Ja. So. Einfach mal rein da. Ich wollte jetzt ein bisschen schneller lesen. Warte mal, hier habe ich noch ein bisschen Munition. So. Her mit der Munition. So, mit der Munition, her damit. Oh, Moment. Ja, ich muss kurz nachladen, warte mal kurz. So. Aber wie geil mit dem Zug, ne? So, stirb doch mal jetzt. Du Verdammter. Gut. Oh Gott. Was? Das ist das Schicksal, das wir gesehen haben. Das ist jetzt das Schicksal, das wir gesehen haben. Renn, kleiner Freund, renn. Ich tue dir nichts. Ich tue dir nichts. Der hätte mich vorher auch gerettet, ne?
Kaplan, du bist ja so groß geworden. Mama, ich hab Angst. Hab keine Angst. Es gibt nichts, wovor du jetzt Angst haben müsstest. Geh nicht, Mama. Ich bin jetzt ganz alleine. Du bist nicht alleine. Du bist der Erste. Wir haben uns an dich erinnert und haben gewartet. Wir konnten uns an alle Gedanken unserer Art erinnern. Und du hast alle getötet. Und jetzt bin ich allein. Entschuldigung. Mist, also hätte ich ihn lieber nicht... Nein, ist er jetzt tot? Nein. Oh Gott, Rettungsmission. Oh Gott. Hätte sie nicht töten sollen. Natürlich könnte ich ihn nicht töten. Und solange ich lebe und mein Herz schlägt, werde ich ihn beschützen. Khan sagt, wir können ihn benutzen, um den Krieg zu verhindern. Ja, er kann Wunder geschehen lassen, aber ich will ihn nicht benutzen. Mm-mm. Sein Krieg war vorbei, als ich die Raketen auf sein Zuhause richtete, auf seine Familie. Scheiße. Ah, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich hätte damals die Rakete nicht abfeuern dürfen. Oben. Ja. Schwarz. Ja. Oben. Hier ist es gut. Glänzend. Überall. Da unten ist es schwierig zu atmen. Schlecht. Du lässt mich gehen. Du veränderst dich. Ja, ich lasse dich gehen. Im Glanz, aber ich werde nah bei dir sein. Die Frage ist natürlich immer noch, ist es wirklich so, wie sie sagen, dass sie uns eigentlich helfen wollten? Da hinten sehe ich es schon wieder. Dass sie uns eigentlich helfen wollten und wir diese Chance vertan haben, indem wir nicht wussten, was sie sind und sie für eine Bedrohung hielten. Ja, was ist los? Kommt er jetzt hier hin oder was ist los? Kommt wahrscheinlich erst runter, wenn ich hier unten bin, ne? Oder? So, mal schauen hier hin. Du veränderst dich. Er wird immer bei mir sein. Ja. 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 Oh. Was denn? Komm her, mein Lieber, falls du dich trauen solltest. Okay. Was denn? Ah. Komm her, mein Lieber, falls du dich trauen solltest. Ah, das reicht der... Das reicht der Telepathen. Aber müssten die eigentlich nicht alle runtergesprungen kommen? Weil die das hören? Okay, er hilft mir zu sehen. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie mir das jetzt gerade helfen soll. Okay. Ja gut, ich kann ihn natürlich jetzt schon von hier... Ja, das will ich auch hoffen. Ja, beruhig dich, mein Lieber. Ich wollte gerade sagen, er soll ja nicht seine letzten Kräfte jetzt noch für uns aufopfern. Ich hoffe einfach mal, dass wir am Ende des Tages die richtige Entscheidung treffen...
ihn leben lassen, weil er uns hilft. Aber wir können ihn ja verstehen. Das ist halt auch immer so noch so die Frage, warum. Die anderen Leute sind stark. Ihr könnt jeden töten. Ja. Außer bis jetzt Dämonen, die konnten wir noch nie töten, ne? Ich komme mit dir. Etwas, das du kennst. Ich brauche es. Verstehst noch nicht. Etwas Wichtiges. Hallo? Ich bin gerade ein bisschen, ich... Boah, das ist schon echt krass. Das ist schon echt krass. Ich komme gerade noch nicht so richtig zum Reden. Weil ich das gerade hier so... Uah! Krass atmosphärisch finde. Scheiße. So richtig krass atmosphärisch. Auch mit dem Schiff, das sehe ich ja jetzt erst. Das Riesenschiff. Den Eisschollen hier. Junge, Junge. Uah, uah, was denn? Oh. Okay. Vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen beeilen. Ich weiß nicht warum, aber ich sollte mich mal ein bisschen beeilen. Ja, das hat mir schon gedacht, dass da noch so ein Schrimp aus dem Moped kommt. Da Schnauze. Boah, wie lange der überlebt? Junge, 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 Junge. Die brauchen ganz schön viele Schuss. Viele Hungrige hier denken, du musst essen. Ja, ja. Ach, da ist er. Ihr tragt alle Kleidung. Mhm. Ich will auch, wie du. Warum ist er so süß? Wir können jetzt nach oben gehen. Aber jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Da möchte ich natürlich dementsprechend schauen. Auch wenn uns hier ein Telepath bevorsteht. Okay. Ah, da. Oh. Ich bin immer nah. Wo bist du denn? Oh, Junge, wie viel die aushalten, ne? Junge, 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 Junge. Da ist noch ein Journal. Sehr schön. Genau das will ich natürlich immer finden. So. Huch. Nicht gesammelt, nicht gesammelt, nicht gesammelt. Nicht gesammelt. Nicht gesammelt? Wie nicht gesammelt, nicht gesammelt, nicht gesammelt? Ach ja, weil wir ja auf dem neuen Rechner spielen, glaube ich, oder? Infektion nicht gesammelt. Nachteinbruch nicht gesammelt. Sonnenuntergang nicht gesammelt. Kein Wunder, dass wir lange kein Journal mehr hatten. Die Kreuzung. Nicht gesammelt, nicht gesammelt. Ich erinnerte mich, warum ich immun gegen den Einfluss der Schwarzen bin. Ich bin tatsächlich ein Auserwählter. Doch ich bin nicht so geboren worden. Ich wurde erst an den Tag so, an dem wir die Luftschleuse öffneten. Der Tag, an dem ich zum Sterben verdammt war. Ich sollte von wilden Bestien in Stück gerissen werden, aber dieser Schwarze rettete mich. Ich war der erste Mensch, den sie je getroffen hatten. So war es geschehen. Und bevor ich überhaupt Gelegenheit bekam, Angst zu empfinden, berührte er mich. Denn so stellen sie eine Verbindung her. Mit Erwachsenen ist es schwierig, ihn zu bekommen. Aber mit Kindern? Sie sind noch nicht festgefahren. Ihre Seele hat noch keine Kruste und ist leichter zu berühren. Ich war der Erste. Ja, krass. Vielleicht war das wirklich nur so ein Zufall. Ja, also wirklich Zufall. Und dass wir wirklich der Erste dann sind. Oder waren. Drücke T, um den Filter zu tauschen. Das machen wir mal. Aber ich finde es gut, dass man jetzt auch so ein bisschen
auch so ein bisschen jetzt die Story auch so ein bisschen versteht. Ne, so langsam allmählich mit dem mit den Schwarzen. Warum das keine gute Idee war, die damals auszulöschen. Ja. Hallo? So, ich mach mal das Licht an. Ich hab dich genau gehört. Mich fürchtest du nicht. Also ich fürchte dich. Ich fürchte dich nicht. Oh Gott, hier wird's ja richtig dunkel jetzt. Ich lade nochmal kurz nach. Dann mache ich nochmal hier kurz den hier. Ja, ein bisschen Power noch oben drauf. So, ich fürchte dich nicht. Sagte er und hat sich in die Hosen geschissen. In letzter Zeit viel Telepathen-Action. Aber es hält sich tatsächlich noch so ein bisschen in Grenzen. Da kommen wir nicht durch. Hätte mich auch tatsächlich gewundert. Ein paar Filter, sehr schön. Ist er denn noch bei uns? Ja, ne? Ah, Alter, die ganzen armen Menschen die ganze Zeit. Schnauze. Auch dieser Nachhall der Patrone, dieses... Also man merkt schon, es ist auf jeden Fall echt... Ich bin so gespannt auf Exodus. Metro Exodus, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Oh. Hallo? Achso, wir haben alles voll. Wir müssen nochmal wieder den Filter tauschen. Ich muss immer auf T gucken, ne? Ich weiß selber nicht. So. Haben wir hier durch? Okay. Hier können wir uns auch nochmal ausrüsten. Kommen wir jetzt direkt nach unten. Habe ich da einen Dämon gehört? Habe ich da einen Dämonenschlag gehört? Also mit den Federn wollte ich schon sagen, mit den Flügel. Ich meine schon. Ja, es ist ein Dämon. Und den konnten wir bis jetzt nie bekämpfen. Vielleicht durch seine Hilfe oder müssen wir einfach rennen? Wir sollten rennen, ne? So. Sieh mal, ich bin wie du. Mit Kleidung. Schön. Mich gerade so ein bisschen erschrocken. Boah, das ist so krass hier, ne? Es ist so krass hier. Oh, Junge, Junge. Ah. Wie crazy das einfach ist. Also atmosphärisch ist das natürlich echt ein Highlight hier. Es ist atmosphärisch einfach so gut. Das Spiel einfach abgestürzt. Das Spiel ist einfach abgestürzt. Previous launch was unsuccessful. Would you like to start in safe mode? Nein. Wir schauen mal kurz nach. Es ist atmosphärisch sehr gut und dann auf einmal bricht er ab. Gut, dann können wir in der Folge nochmal schauen, wo wir jetzt... Ah, Mist, ey, wir waren gerade so im Flow. Dann können wir in der Folge nochmal schauen, wo wir jetzt landen. Ich hoffe, der hat davor gespeichert. Ja, komm. Das dauert halt immer ein bisschen lange. Ja, ja. Fortsetzen. Ja, ja. Ich hoffe, ich muss nicht komplett wieder neu anfangen. Okay. Hier. Okay. Gut, das kennen wir ja bereits. Der Dämon, dann können wir hier nochmal nachladen. Zum Glück hat er hier gespeichert. Das wäre natürlich echt ein... Das wäre natürlich echt bitter gewesen. Okay. Sieh mal, ich bin wie du. Mit Kleidung. Das ist so süß. Das ist süß. So, ich hoffe mal, dass der jetzt nicht abstürzt. So, jetzt kommt gleich der Dämon. Eigentlich wollte ich auf ihn schießen.
Habe ich jetzt auch einfach mal gemacht. Aber warum das Spiel einfach abge... wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich deswegen. Oh oh. Ach du Scheiße. Die Dämonen, die sind aber auch echt... Junge, Junge, Junge. Aufpassen. Ja, ja, aufpassen. Ja, ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Ich renne. Ich renne. Hau ab, Dämon. Ich will nichts von dir. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich bin einfach irgendwo. Hier haben wir ein Journal. Nehme ich einmal kurz mit. Eintrag 2. An diesem Tag öffnete ich die Luftschleuse und ging raus zur toten Überfläche, riskierte mein Leben und das Leben meiner Freunde, nur weil ich meine Mutter so sehr vermisste. Und dieser Schwarze sah mich. Er sah ein einsames Waisenkind, allein in der breiten, weiten Welt, indem er meine Seele berührte, war es, als ob er mich... Also berührte war es, als ob er mich adoptierte. Seit diesem Moment verursacht ihre Gegenwart bei mir weder Angst noch Schmerz. Ich sollte aufwachsen und ein Medium zwischen den Menschen und den Schwarzen werden, eine Brücke zwischen zwei Welten. Sie kamen zur Messe, um mich zu suchen, um mich an meine Mission zu erinnern. Okay. Ja, wir geben mal ein bisschen Gas. Oh. Junge, Junge, Junge. Renne, 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 renne. Renn, 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 renn. Oh. Wo lang? Hier wahrscheinlich nicht. Ich war nochmal so frei, hab da nochmal alles mitgenommen. Hier gehe ich auch nochmal durch. Ja. Ja. Oh, ich bin erschrocken. Hab ich mich gerade erschrocken. Wie auch immer meine Absichten ihm gegenüber sind. Den kleinen Schwarzen scheint es nicht zu kümmern. Er folgt mir einfach, als wenn ich nie hinter ihm her gewesen wäre. Als wenn wir durch das Schicksal verbunden wären. Ja, ich glaube, so langsam wachen wir auf oder beziehungsweise werden mit ihm eine Symbiose. Gut, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Was ist das jetzt gerade mit dem Absturz? Weiß ich nicht, wahrscheinlich wegen dem Dämon. Das war zu krass für das Spiel. Alles klar, bis dahin, ciao mit V, tschüss mit Ö und tschüss, Grüße mit Zukunft, John.